Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni 2, dem nächsten Bonuspart. Also das ist nicht der Untertitel des Spiels, aber ich denke, ihr versteht schon. Heute werden wir, ich glaube, wir haben das letzte Mal hier schon... Gott, ich weiß es echt nicht mehr. Das letzte Mal haben wir, ja, wir haben das hier in Auftrag gegeben. Das sollte, wenn wir heute durch sind, durch den Traumraum fertig sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wir werden heute in den nächsten, und zwar in den siebten Traumraum. Das heißt, nach dem heutigen Part sind nur mehr die zwei schwersten offen. Das heißt, heute könnten wir tatsächlich strugglen. Und wir müssen nach Norden, von hier aus gesehen, von Minneapolis. Und zwar dorthin, wo wir, soweit ich weiß, noch nie mit dem Luftschiff waren, weil ich glaube, nördlich als hier... Oh. Hä, wo ist das eigentlich? Also Moment, hier müssen wir sogar hin. Hier waren wir echt noch nie. Okay. Das hier ist Solitärinsel. Ja, hier waren wir noch nie. Wir waren hier oben kurz auf dem Wächtereiland. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir da nochmal hingehen. Und was vor allen Dingen diese kleinen Inseln hier oben sind. Weil da waren wir in der Hauptquest ja nie. Genauso wie die Abschnittsstelle. Wir haben echt noch ein paar Sachen nicht gesehen. Also gerade hier unten schon fast alles. Aber gerade hier im Norden irgendwie gefühlt nicht. Ja. Gut, ich hoffe, wir müssen dich nicht bekämpfen. Du bist nämlich garantiert ein... Ja, ein 69er besessenes Monster. Nein, danke. Aber wir kommen hier hoch, das ist sehr gut. Zur Not wäre ich einfach mit dem Luftschiff hier hochgegangen. Beziehungsweise hochgefahren. Einsamer Schütze. Das könnte durchaus gut sein, weil das ist ja schon ein bisschen eine fortgeschrittenere Grube hier. Hä? Das war doch eine Rüstung. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie gerade verschwunden. Oder ähnliches, ich weiß es nicht. Wir begeben uns auf jeden Fall in die Schaudergrotte und... Holy shit, ich habe gerade echt getrunken und schon wieder bin ich durstig. Irgendwas stimmt nicht, wenn ich Ni No Kuni aufnehme. Dann will ich die ganze Zeit saufen, als wär ich ein Alkoholiker. Oh, Moment. Nee, das sind doch noch easy Gegner. Okay. Oh, aber da wir hier noch nicht waren, könnte es echt sein, dass diese Glitzerdinger hier... Wow. Ich dachte, irgendwas Besonderes sind und dann ist es ein gewöhnlicher Knopf. Oh, aber hier ist ein NPC. Ein Geist sogar. Ah. Der Melanz Hanebene gibt es doch diese Ruine nicht. Das sind die Überreste meines Landes. Und unsere Wächterstätte war die Stätte der Sonne. Dort wohnte unser Wächter, ein riesiger Drache, und wachte stets über uns. Ich glaube, mehr Anspielungen und Anführungszeichen auf Al-Kuwait. Weil Sonne und auch geografisch ist dort, wo Minneapolis in etwa liegt, und auch die Ruinen, von denen der gerade gesprochen hat, ist in etwa der Ort, wo Al-Kuwait sein sollte, okay. Geht's jetzt nach Süden, oder? Ich glaube, es sollte nach Süden gehen. Macadamia, ja. Wir kriegen hier keine besonderen Items. Das ist ein bisschen doof. Oh, starke Gegner voraus? Nee. Sogar der Ziegelit ist inzwischen einer, der uns nicht weiter auf den Sack geht. Nein. Gott, jetzt kann ich schon nicht mal mehr. Jetzt bin ich so von den Traumräumen gewohnt, dass ich keine Karte habe, dass ich jetzt schon nicht mehr in Dungeons umgehen kann mit der Karte, wo ich die Karte habe. Okay, das war, glaube ich, die umständlichste Formulierung, die jemals eine gebracht hat.
Aber wir haben trotzdem einen Knuffelstein gefunden. Der ist uns also nicht böse. Bring mir einen, na du weißt schon, einen Kristall, der im Meer geboren zu sein scheint. Du meinst einen Wasserkristall? Ich meine, das wäre jetzt das Einzige, was Sinn ergibt, oder? Genau, das ist der Garten. Danke, erhalten. Und wir kriegen einen Bergarbeiter. Grubi der Brecher. Warum der Brecher? Oh, Moment, wir können nochmal mit dem reden. Okay, gibt keinen Mucks von sich, alles klar. Aber ja, inzwischen, wie viele Knuffis haben wir inzwischen? Sieht man das hier irgendwo? Steht es nicht hier irgendwo bei Statistiken wahrscheinlich? Die werde ich mir übrigens ganz zu Ende im letzten Bonuspart mal anschauen. Aber hier stehen die Knuffis, genau. 27 von 100, wow. Habe ich nicht irgendwann sogar prophezeit, wir werden sicher nur in etwa ein Viertel jemals kriegen? Damals habe ich recht. Wow, gehabt. Wir sind falsch abgebogen. Na gut, immerhin sind wir falsch abgebogen, weil sonst wären wir nicht auf den Knuffi gestoßen. Es würde mich aber fast interessieren, was da unten ist. Aber da die Traumräume immer länger werden... Da die Traumräume länger werden, würde ich sagen, wir sollten nicht allzu viel Zeit verschwenden. Was auch insofern doof jetzt gerade ist, weil der Weg zu den Traumräumen gefühlt auch immer länger wird. Aber da ist es schon. Was macht hier platschende Geräusche? Das ist doch ein See hier. Also, See unter Anführungszeichen, ja, es ist eine Lacke, aber... Und ja, ich möchte auf jeden Fall speichern, weil wir wissen ja nicht, was uns jetzt hier gleich noch erwartet. Komm. Hier, das überspeichern wir schnell. Und dann würde ich sagen, siebter Traumraum. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Genau. Ich wollte gerade irgendwas sagen, Gott. Mein Problem aktuell ist es, gerade mit Ni No Kuni, aber auch mit Hitman und früher Neo, ist, dass ich aktuell echt... Oh, mächtiger Gegner. Wow. Mein Problem ist aktuell echt, dass ich nur spät abends aufnehmen kann. Und da ist mein Hirn ja eigentlich schon Brei. You ready for this? Oh mein, hier ist das Traumportal. Nein! Dammit. Boah, und jetzt sind wir wieder ganz unten und müssen hochspringen. Gott, ich mag dieses Teil hier, diesen Krater echt nicht. Es ist irgendwie ätzend. So, hier und dann hier rüber. So, und hoch. Wunderbar. So, Traumkugeln, alles meins. Auch das hier. Oh, saftiges Stück Fleisch ist, glaube ich, schon ein bisschen ein selteneres Item. Und ich bin mal gespannt, was es mit dem starken Gegner auf sich hat. Und ich bin gespannt, warum es gerade so ein bisschen ruckelt. So Mikroruckler manchmal drin hat. Do your worst. Okay, das war die. Waren die hier? Oh, Moment, da ist noch einer. Ah, okay, da war noch eine Fee. Wo soll jetzt der mächtige Gegner sein, der erschienen ist? Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Oh, Ring der Nähe. Den haben wir nicht schon 100-mal gefunden. Bist du der starke Gegner? Vom Level her schaust du irgendwie so aus. Ja.
Here goes. Ja. Oh ja. Oh, das sind viele, viele Traubenkugeln, die du gerade gegeben hast. Das ist natürlich nice. Dann würde ich sagen, direkt wieder zurück. Ich bin natürlich dooferweise mal wieder, wieder. Es passiert gefühlt sehr häufig, dass ich in die richtige Richtung am Anfang gelaufen bin. Was in dem Fall natürlich bei Erkundungen von Sachen die falsche Richtung ist. Ist echt blöd. Da könnte man echt dem Abhilfe schaffen, indem ich das Traumportal weiter von weiter weg schon sehen kann. Aber ja, es spielt's nicht. Moment, bevor ich hier... Möchte ich erstmal den hier. Und weiter. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie viele Traumräume... wie viele Ebenen dieser Traumraum hat. Der letzte hatte ja, glaube ich, 10. Oh, wow. Wir könnten direkt weiter. Und das ist auch... Moment, hier ist tatsächlich nichts, oder? Das ist hier tatsächlich nichts. Doch, hier ist was. Nee, doch, hier sind Gegner. Ich dachte gerade schon, wenn hier tatsächlich nichts ist, würde es doch als friedliche Ebene ausgewiesen sein. Das finde ich auch noch geil zu sehen, dass man irgendwie erkennen könnte, weil ich glaube, dafür gibt es auch gar kein Update, das uns das ermöglicht, aber irgendwie zu sehen, okay, du hast jetzt alle Gegner auf dieser Ebene getötet. Das wäre noch nice, um zu wissen, okay, was, hier ist noch eine Kiste? Wo ist denn hier noch die Kiste? Oh, hier, wow. Wahrscheinlich ist da eh nur Schmarrn drin, aber... Ja, Orangen... Ne, Minzaroma. Tut mir leid, aber... Das schenkt sich auch nichts mehr. Also, auf ins nächste. Ich bin gespannt, ob... Ich bin wirklich gespannt, ob wir vielleicht sogar schon diesem oder zumindest dem nächsten vor dem letzten Traumportal den Investor finden. Und ja, ich nenne ihn mal den Investor, weil... Ich weiß echt nicht, wie ich ihn besser beschreiben soll. 3 Brocken Golderz, ist nice. Okay, wow, jetzt sind wir direkt an der Dreierkreuzung gespawnt. Aber hier scheint nur ein Typ zu stehen. Gefahrenniveau 2, okay. Ah, heute habe ich richtig gute Laune. So frisch und frei habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Vielleicht ist es eine Fügung des Schicksals, dass wir uns begegnet sind. Hier. Heute bin ich spendabel. Nur für dich. Nimm schon, okay? Ja. Bitte betrachte als das Geschenk. Okay. Ich frage mich, was das so auf sich hat. Das sind wahrscheinlich random Spawns, die mir einfach geilen Shit geben, den ich allerdings aktuell noch gar nicht wirklich brauche. Oh, ein King will. Hallo? Achso, der ist schon tot. Das war eigentlich ein relativ starker Gegner. Weil wir hier schon Gefahrenniveau 2 haben. Viele geile Items. Komm. Wunderbar. Das heißt, die nächste Statue wird erstmal tatsächlich dafür benutzt, nicht nur dumm rumzustehen, sondern mir auch Traumkugeln abzunehmen und Gefahrenniveau ebenso. Ich sehe auch noch keine Statue, aber ich bild mir ein, ich habe gerade eine gesehen, oder war das im vorherigen? Das ist halt auch so ein bisschen verwirrend, dass ich, dadurch, dass die Ebenen alle gleich ausschauen, wenn jede Ebene wirklich einzigartig aussehen würde, zum Beispiel, wenn du innerhalb des, innerhalb eines Traumportals zwischen Höhle und Eishöhle und draußen und, keine Ahnung, wenn du dazwischen wechseln würdest, dann würde ich auf jeden Fall noch wissen, was gerade in der letzten Ebene war und was schon, keine Ahnung,
vor 3 Parts war. Aber so weiß ich halt echt nicht mehr. War das jetzt in der letzten Ebene, in der vorletzten Ebene? War es in der letzten Ebene oder in einer Ebene vom letzten Part? Also, und da mit dem letzten Traumportal. Ich bin da echt immer ein bisschen überfordert. Moment, von hier sind wir nicht gekommen, genau. Watch your back! Weißwolf ist noch cool. Was? Was abgewehrt? Am Arsch, hast du irgendwas abgewehrt? Okay, 130. Also langsam kratzen die uns nicht mehr nur, sondern beißen auch richtig. Also, wir haben zwar 60 Traumkugeln, aber ein oder zwei Kisten, die 25 Traumkugeln brauchen und noch einmal den Level senken, also den Gefahrenlevel, da und ist schon Ende. Wobei, es ist halt immer das erste Mal 5 nur zum Senken und das zweite Mal 10. Dunkelangriffe wirkungslos. Oh, zum ersten Mal haben wir tatsächlich einen Statuseffekt, der irgendwie special ist und nicht nur kräftiges Monster aufgetaucht. Und ja, ich schaue extra nochmal in die Richtung, weil ich bin, meine ich, habe in die Richtung mich nicht umgeschaut. Was sogar der Wahrheit entspricht, aber nur 2 Traumkugeln bedeutet. Ich muss echt immer dran denken, erst umdrehen und schauen, was hinter mir ist. Watch your back! Das gefällt mir. Und mir gefällt noch mehr, dass keiner von uns, glaube ich, dunkle Angriffe macht. Und ich gehe erstmal in die falsche Richtung, logischerweise. Dunkle Angriffe wirkungslos. Heißt es wirklich nur, dass wenn ich dunkle Angriffe machen würde, sie keinen oder zumindest nur sehr wenig Damage machen? Oh, Moment, da ist was Geiles gerade. Wow, was, der kann sowas? Habe ich gar nicht gewusst, dass diese Elfe das können. Geweihte Generalsrobe, Moment. Das war ein geiles Item. Oh ja, langsam. Oh, das ist schon... Im nächsten Traumraum wird es schon geilen Shit dafür geben. Also Verwendungszwecke meine ich damit. Da waren wir noch nicht, oder? Oder... Ja, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Hurafee. Oh, und das Gefahrenniveau steigt auch gleich. Here goes. Wow. Wow. Erstmal den Piepmatz aus der Luft fischen. Die geben zwar hin und wieder auch, vor allen Dingen hier diese Teile geben auch manchmal Heilung. Aber trotzdem inzwischen. Also, gerade so bei Gefahrenniveau 3 jetzt, wüsste ich nicht, ob ich nicht vielleicht sogar mich mal heilen müsste. Ja, so weit kommt's schon, dass ich mich heilen muss. Ich glaube, die Traumräume wären deutlich spannender gewesen, wenn ich sie nicht hintereinander gemacht hätte. Und vor allen Dingen, wenn ich sie nicht, also nicht hintereinander und halt immer, wenn sie noch eine Challenge gewesen wären. Du siehst aber erschöpft aus. Hier, das, hier ist das. Gib dir neue Kraft. Wow, Milch. Danke, Alpaka. Lapaka. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht mehr weiter, denk an mich. Ich bin auf deiner Seite. Oh, ich bin immer auf deiner Seite. Oh. Ja, wir opfern. Ja, es ist die aktuelle und die letzte. Also die aktuell angefangene und die letzte vollständige Reset. Ich glaube, wenn jetzt nochmal eine Statue kommen würde, direkt würde ich tatsächlich nochmal resetten. Ob, ja, solange noch Level 2 ist, würde ich es tatsächlich... Okay, 35 ist zwar viel. Wow, Vanillearoma. Was ist nochmal Vanillearoma?
Ich will es nicht diskreditieren, aber... Oh, das ist das Erste, was wir... Volle MP erholen, wobei... MP-Erholung ist halt echt so... Braucht keine Sau, außer vielleicht mal Evan, weil der Magier ist, aber... Sonst ist es halt echt unnötig. Um nicht zu sagen, unnötigst. Hier ist einfach... Wow, hier ist sogar eine sichere Ebene. Ja, dann würde ich... Wobei... Da ich das hier nicht steigt und ich glaube, die nächste Statue ist dafür besser geeignet. Oh, einfaches Tuch. Ja, dann würde ich sagen, wir warten noch bis zur nächsten Ebene. Oder zur nächsten Statue eher. Nächste Ebene, falls es da eine Statue gibt, aber die nächste Statue werden wir wieder benutzen. Erstmal hinter... Wow, hinter uns ist eine Statue. Und hinter uns ist aber auch das Traumportal, was heißt... Es wird in dieser Richtung vieles geben. Oder ist das Traumportal hier oben? Nee? Hier ist ein Item, aber hier ist sonst nichts. Also teilweise bin ich echt unschlüssig, ob diese Versatzstücke nicht zufällig tatsächlich generiert werden, weil so wirklich Sinn ergibt das Leveldesign sonst an manchen Stellen nicht. Wenn am Ende von einem langen Weg nichts ist. Also wirklich gar nichts. Und es muss scheinbar doch in diese Richtung noch irgendwas geben. Ja, okay. Nee, ich will hier aufmachen. Achso, hier sind noch Gegner. Hier, so, jetzt lass mich wieder aufmachen. Danke. Wobei, 25. Ja, komm. Ich will die aufmachen, wenn es geht. Vier Blätterkraut, zwar nur ein Stück, aber trotzdem. Ja, komm, wir machen es uns jetzt einfach. Ich hätte damit vielleicht noch einen kleinen Ticken warten können, aber... Wer weiß schon, was es hier noch bringt. Oh, Trübli, ein dunkles. Gefahrniveau steigt leichter. Also schneller. Das gefällt mir aber eigentlich gar nicht. Unheilige, unreine Hellshot. Das ist... Okay, das ist wirklich nicht gut. Die Rüstung war schon fast en par. Mit dem, was wir haben, aber... Der Rest... Nicht wirklich. Okay, hier ist noch eine Kiste. Und ein Gnuffi. Okay, Gnuffi, gib uns bitte ein klein wenig an... Komm. Ja, zwei Traumkronen. Okay, ich hab's gejinxt, weil ich gesagt habe, ein klein wenig... Epischer Stab des Unheils. Wie gesagt, 190 zu 260 ist jetzt zwar noch nicht tatsächlich auf dem Level, aber besonders viel fehlt auch nicht mehr. Ja, und da es hier oben garantiert nichts mehr geben wird, ja... Wobei, wenn da halt der Investor hockt und ich finde den dadurch nicht, würde ich mir echt den Arsch beißen, weil ich dem halt 50 Traumkugeln gegeben habe, die ich hoffentlich gut investiert habe. Ja, seht ihr hier, das ergibt irgendwie meiner Ansicht nach nicht viel Sinn, dass ich jetzt... Wobei, es kann halt natürlich auch sein, dass es deswegen keinen Sinn ergibt, also insofern nur Sinn ergibt, dass es unsinnig ist, weil ich dadurch halt einfach... länger hier rumlaufe und dadurch länger das Gefahrenniveau steigt, obwohl ich keine Kugeln bekomme, um das Gefahrenniveau zu senken. Also da, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass es auf diese Weise Sinn ergibt. Wer weiß. Also, oh, mächtiger Gegner aufgetaucht.
Okay, hinter uns ist das Portal. Nice, das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Wir gehen jetzt immer rechts. Ich hoffe, das ist... Wow. Okay, das ist der starke Gegner, definitiv. Okay, es hat ihm gut Damage gemacht, aber... Oh, und er ist da. Alles meins. Teilweise in diesen Momenten, wo ich den Gegner schlachte und alles fliegt mir zu und gleichzeitig auch noch gewonnen. Ich links die Einblendung. Teilweise sieht man echt nichts mehr viel vom Bild, sondern nur noch das Ganze hat. Also Head-Up-Display, also halt die ganze Schrift und bla. Es scheint tatsächlich so ein Vierer auseinandergehender zu sein. Auseinandergehender Vierer, es hört sich irgendwie sexuell an. Was? Komm hier. Wow. Ich nehme derweil mal die mit. Die auch. Ich nehme ja gern alles mit, was geht. Hier ist Ende, hier ist auch Ende, gut. Wenn wir jetzt uns immer rechts halten in dem großen Raum, kommen wir am Ende zum Traumportal. Weil wir waren ja zuerst dort, dann hier jetzt hinter uns, dann jetzt hier rechts. Und dann am Ende dort, wo das Portal ist. Sollte Sinn ergeben. Die Kings Würmer wirken so riesig und sind doch so schwach eigentlich. Nein, komm, du kommst jetzt hier. Nein, bleib da! Bleib da! Bleib da! Danke! Sehr gut! Moment, wo sind meine anderen Typen jetzt? Also im Sinne von Evan und Soran. Die kämpfen auf jeden Fall noch. Ah, da hinten kämpfen die. Ah, okay. So, da ich jetzt gewonnen habe, sollten Evan und Soran auch direkt wieder neben mir auftauchen. Also machen sie ja ganz gerne, dass sie sich zu mir teleportieren, wenn der Kampf vorbei ist. Und in solchen Situationen kann ich echt sagen, finde ich gut. Hüftne. Ich dachte, Froholz. Drei Schatten Froholz. Ich glaube, Froholz haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Da schaue ich sogar nach. Froholz. Achso, nee, hier sind nur die Sachen, die ich verwende. Materialien müsste das sein. Normales Holz. Frohholz. Hatten wir das schon? Ich bilde mir ein, noch nicht. Hüftgoldhonig. So ähnlich schaut es nämlich aus. Hier. Ne, grobes Holz. Wo ist es? Wahrscheinlich habe ich es bereits übersehen. Wuchtholz. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich... Also ich finde es gerade echt nicht. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich ein paar Sachen hier schon... Ne. Ein paar Sachen bekommen, die wir noch nicht hatten in den Traumräumen. Vor allen Dingen in diesem Traumraum hier. Vanillearoma definitiv, weil das war das erste und einzige. Und aber auch, glaube ich, was wir gerade bekommen haben. Das finde ich gut, dass der so leicht stirbt. Das heißt inzwischen... Oh, auch Kieselstein. Ich wollte gerade sagen, inzwischen lohnt sich das echt hier, aber dann bekomme ich den Kieselstein. Und dann denke ich mir, vielleicht nicht. Und vielleicht geht dieser Part wieder über 30 Minuten. Okay, erstmal hinter uns. Da hier oben ist, glaube ich, eine Statue.
Hier sind viele Gegner. I'll do my best. So, ganz viel Damage auf einmal. So macht man das. Die Ebenen werden hier auch immer größer und ganz ehrlich, immer verwirrender. Ich sehe mich echt nicht mehr wirklich aus. Die Hitboxen von den Shinies ist echt zu klein. Kommt mir vor. Und... oh, Waisengeheimnis. Das ist nicht schlecht, aber vor allen Dingen bei diesen ganzen Items muss ich echt sagen, ich meine, ich spiele es auf normal. Das ist die einfachere von den beiden Schwierigkeitsstufen. Aber trotzdem, ich habe teilweise bei Bosskämpfen echt zu beißen. Und dann wieder Situationen, wo ich mir nur so denke, was war's jetzt? Easy. Und Gefahrenniveau 2 ist fast ganz oben. Was heißt, es ist echt gut vom Timing her. Und mit ein bisschen Glück... mit ein bisschen Glück können wir es tatsächlich schaffen. Vielleicht, je nachdem, wenn die nächste Ebene schon der Boss ist, den Boss zu finden. Okay, hier ist das Portal. Hier wird es wahrscheinlich wieder nichts geben. Ah, Moment, hier ist aber noch was. Jesselstoff und Weihwasser, okay. Ah, Moment, da oben ist aber noch was. Ach, scheiße. Ich denke mir immer, ah, Moment, das Item hole ich mir jetzt noch. Oh. Komm, lass mich nur da runterjumpen. Okay, lass mich wenigstens hier runter. Wow. Überhaupt keine Freiheiten. Auf drei Blätterkraut. Man sieht eh, wie viele Blätter es hat. Also, dass ich es immer verwechsle, ist eigentlich... ein Eingeständnis an Dummheit. Oh, sichere Ebene. Dann kann ich eh hier noch in aller Ruhe meine Trinkflasche zuschrauben, weil sonst eile ich immer. Hier ist eine Statue, für die wir nicht annähernd genug Traumkugeln haben und die wir auch ehrlich gesagt gar nicht brauchen. Aber langsam ist es mit den Kugeln echt so... es wird knapp und wir kommen regelmäßig auf Gefahrenniveau 2, manchmal auch 3. Und es folgen ja nachdem noch zwei Räume. Nicht nur einer, bei nur einem würde ich mir da denken, okay, der nächste wird auch noch gehen. Achso, ja. Okay, es ist 5, dann 10, dann 30 und dann 50. Ja, auf die nächste Ebene. Dass man überhaupt sagt, raus aus dem Traumraum. Wobei, na klar, wenn man sich übernommen hat, denke ich schon, dass es sinnvoll ist. Oh, wir spawnen übrigens direkt neben dem. Finde ich auch ganz angenehm. Vor allen Dingen, da ich wirklich glaube, das ist jetzt hier schon Ebene 10. Ich glaube echt, dass das nächste die letzte Ebene sein wird. Wow! Das ist echt abgewehrt, du Pisser. Das nenne ich mal Damage machen. Okay, hier ist Arsch der Welt. Okay. Ja, seht ihr, das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Hier gibt's nichts. Wenn hier eine Kiste steht oder wenigstens so ein Knuffi oder ein NPC, dann würde ich sagen, okay, ja, kann man machen, wenn man es will. Aber so sehe ich halt echt wenig Sinn hinter den manchmal Sackgassen des gar nichts. Sackgassen des gar nichts ist, glaube ich, echt ein guter, eine gute Umschreibung dafür. Okay, der Wolf ist... nee, der Wolf ist dadurch nicht gestorben. Der Weißwolf, tut mir leid, das ist ja gar kein Wolf. Das ist ja nur ein Olf.
Oh, ich dachte schon wieder Vanillearoma, aber... Ja, okay, die kann man echt nicht gut unterscheiden von einfach Farben her. Hier ist auch Ende. Bessere Weite, wobei Weite ist, glaube ich, weniger das Problem als einfach, dass ich ein bisschen auf meinen Fernseher aufschaue und dadurch alles, was in der im oberen Bilddrittel ist, so ein klein wenig dunkler ist. Und das nächste ist immer noch nicht die Bossebene. Wer hätte das gedacht? Es ist echt schon ziemlich lang, der Traumraum. Und wir spawnen wieder direkt neben dem. Und im Moment ist auch alles normal. Poröse Knochenrüstung. Die Knochenrüstung ist definitiv nicht besser als das, was wir tragen. Oder? Sag das immer so selbstsicher. Okay, was auch immer es ist, das ist kompletter Scheiß. Jetzt juckt mich auch noch die Nase, Gott. Vor dem Himmel. Also inzwischen ist es, glaube ich, so übrigens... Oh, du bleibst hier. Inzwischen ist es so... Inzwischen ist es so, dass wir... Bei Gefahrenniveau 1 sind ja alle Gegner mit blauer Schrift, also easy. Bei Gefahrenniveau 2 sind manche ebenbürtig. Und bei Gefahrenniveau 3 sind, glaube ich, inzwischen alle ebenbürtig. Und ja, wir können noch nicht das Gefahrenniveau senken, aber wir sind immer noch auf Gefahrenniveau 1, also... Keine Panik auf der Titanic oder sonst wo. Falsche Seite schon wieder. Oh, es gibt immer noch eine Ebene, wo kein Boss ist. Alter, das heißt, Ebene 13 wird der Boss dann sein? Wahrscheinlich, Gefahrenniveau steigt wenig leichter. Aber gefühlt steigt es jetzt... Boah, man kann echt nicht sagen, ob das schneller oder langsamer steigt als gerade. Es ist halt so ähnlich. Aber seht ihr, jetzt sind alle Gegner gerade blau. Und damit meine ich nicht besoffen. Und jetzt gleich, wenn wir auf die nächste Gefahrenstufe umschwenken, werden ein oder zwei Gegner in einer Kampfkonstellation schon etwas schwerer. Nicht schlecht. Schwer und schlecht ist daher genau das Gegenteil. So, easy going. Okay, hier sind nur ein paar Vasen. Ist jetzt nicht viel, aber naja. Man muss halt auch mal mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Mit den Karten, die das Spiel des Lebens einem austeilt, muss man auch mal lernen, einfach ein bisschen genügsam zu sein. Gehen wir hier in die richtige Richtung? Ich glaube nicht. Also ich hoffe nicht. Wow, ein Gegner. Nice. Ja, seht ihr, hier ist wieder ein Gegner und sonst nichts. Hier ist kein Fass, hier ist gar nichts. Hier ist einfach nur ein Gegner. Und Ende. Mit der eine Traumkugel. Inzwischen könnten wir es echt schon. Wobei, wir haben noch eine Kiste. Und wenn das eine Magiekiste ist, würde ich fast eher sagen, wir nehmen die Magiekiste anstatt dem... Ja, schaut mal, jetzt ist... Ne, jetzt sind immer noch alle Gegner. Blau. Schade. Aber es ist keine Magiekiste, das heißt, wir können... Hallo? Ah, da hinten. Komm! Tötet ihn! Danke! Und eine Perle. Die Perlen habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal benutzt, aber die Perlen sind eigentlich gut. Weil sie halt alle ein bisschen heilen. Das sollte ich vielleicht häufiger machen, anstatt Kraut an... Kraut sollte man, glaube ich, nur verwenden, wenn einem es nicht gut geht. So, und damit geht's in den nächsten Raum. So, und jetzt kommen... Ja, das Portal verheißt nichts Gutes. Genau das will ich hören. Also, in diesem Traumraum.
Es kann sein, dass im 8. und vor allen Dingen im 9., im allerletzten nämlich, da glaube ich, werde ich mir echt so ein klein bisschen in die Hose machen, wenn da steht, dieses Portal verheißt nichts Gutes. Weil ich glaube, dann wird es zum ersten Mal wirklich stimmen. Und es ist keine Statue vor dem Teil. Das heißt, wir müssen es in Gefahrenniveau 2 bekämpfen. Und ich weiß, ob ich es so geil finde, aber... 57er Blitzball. Oh, wir haben es eingefroren. Fette, hässliche Vieh. Ja. Inzwischen können die Gnuffis auch bei den Bosskämpfen auch helfen. Helft mir auch. Nein. Jetzt mach meine Gnuffis nicht kaputt. Oh, jetzt kratzen sie sich am Arsch. Auch in Nioh. Irgendwie große, fette Gegner kratzen sich gerne. Gefühlt. Dabei macht es bei dem ja noch mehr Sinn als bei denen in Nioh, weil die in Nioh waren unbehaart. Und wenn ich in meinen, ja gut, 22 Jahren als männliches Wesen, aber hauptsächlich 5 Jahren oder so als Mann inzwischen schon gelernt habe... Haare jucken. Komm. Nice. Und Roland hat ein Level gestiegen. Ist ein Level gestiegen. Also der Kampf war jetzt nicht tough. Aber wir mussten uns zumindest einmal heilen. Also ich glaube, der nächste Part wird dann insgesamt echt eine Nummer werden. Unreine Kolleraxt. Das wäre eigentlich was für Soran, aber... Ne, ist noch nicht gut genug. Es wird, aber es ist noch nicht ganz da. Und im letzten Traumraum müssen wir dann auch auf... Oh. Hier sind noch ein paar Vasen, das finde ich da cool. Weil wir eventuell die bei der letzten Truhe hier brauchen. Wenn es jetzt 45 will, dann... Wow. Das ist gar keine. Nice. Orangenaroma. Okay. Dann würde ich sagen, dieser Traumraum wurde ebenfalls besiegt. Und die Folge ist tatsächlich... Und wir haben jetzt da... Also für den Raum selber 35 Minuten und für den Hinweg inkludiert sogar noch mal länger gebraucht. So, für das nächste müssen wir in die Wüstengefilde. Und ich würde sagen, wir schauen zumindest, wo das ist. Und dann verabschiede ich mich auch. Beziehungsweise, nein, wir wollten ja noch nach Minapolis, weil es ja dort auch noch das Fertige gibt. Also die Fertigung. Und ich glaube, solange ich nicht auf es bestätige, dass es weiterentwickelt wurde, dass die Forschung voll abgeschlossen wurde. So lange ist sie nämlich nicht aktiv, wenn mich nicht alles täuscht. Mich kann natürlich immer alles täuschen, aber... Traumwandler 4. Sonst forschen Traumtänzer. Du findest in Traumräumen viel mehr Gegenstände. Oh nee, nicht noch mehr Gegenstände. Ferne Türen ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Damit ich nicht so ewig viel herum schlawiner. Hallo? Das dauert teilweise ein bisschen lange. Einfach hier in diesem Bildschirm zu wechseln. Ja, und dann würde ich sagen, Wüste Gefilde. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, was es in den Wüsten Gefilden im vorletzten Traumraum gibt und damit wahrscheinlich auch im vorletzten Part von Ni no Kuni. Weil ich denke mal... Wobei, nee, wir werden einen Part noch machen, wo wir die Quest dann einlösen. Wo wir das nochmal versuchen. Die zwei Sachen weiß ich nicht, ob wir hinkriegen.
und den Weißwolf Abt. Also ich glaube, es wird einen Part mehr geben, als es Traumräume noch gibt. Also es gibt noch zwei Traumräume und demnach noch drei Parts. Oh, die Hitzegrotte. Was es in der so gibt. Und da fliert schon ganz schön viel Sand raus. Das wird eine schöne Angelegenheit. Nicht. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Ni No Kuni sage ich dann aber tschüss. Ni No Kuni 2. Bis dahin sage ich tschüss, Leute.